Guten Tag, meine Damen und Herren. Dann seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sie haben alle bestimmt schon von der Erzählung von dem armen Lazarus und dem Reichen gehört. Aber was will uns diese Erzählung sagen? Die meisten nehmen an, sie will uns etwas sagen über das Leben nach dem Tode, die Tatsache, dass der Lazarus in den Himmel aufgenommen wurde und der Reiche in aller Ewigkeit in einer Hölle braten und schmoren und gepeinigt werden würde. Aber ist das das, was Christus uns mit diesem Gleichnis sagen wollte? Denn es handelt sich in der Tat um ein Gleichnis. Schauen Sie, im vorhergehenden Kapitel, denn das Gleichnis von Lazarus und dem armen Mann wird ja in Lukas Kapitel 16 beschrieben, da hat Christus schon einige andere Gleichnisse angeführt, die alle mit dem Reich Gottes zu tun hatten. Er sprach von dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, das finden Sie in Lukas Kapitel 15. Er sprach von dem Gleichnis von dem verlorenen Silbergroschen. Er sprach von dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und dann sprach er in Lukas 16 sogar von dem Gleichnis von dem unehrlichen Verwalter. Und dann spricht er nun von dem Gleichnis von Lazarus und dem Reichen. In einigen Bibeln wird dies sogar als das Gleichnis von Lazarus und dem Reichen betitelt. Nun schauen wir uns zunächst einmal den Zusammenhang an. Warum hat Christus dieses Gleichnis überhaupt gebracht? In Lukas Kapitel 16 und angefangen in Vers 14 wird uns nämlich gesagt, warum Christus diese Erzählung gegeben hat. Es heißt in Lukas Kapitel 16 und Vers 14, dass alles hörten die Pharisäer. Die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Und wie wir sehen werden, ist dieser Reiche jemand, der hoch war bei den Menschen und der geldgierig war, und der sich natürlich selbst auch gerechtfertigt hat vor anderen und der Wahrheit gespottet hat. Das war der Grund, warum Christus dieses Gleichnis gab. Nun, ein Gleichnis ist, wie der Name schon sagt, etwas, was etwas vergleichen möchte. Und Christus hat viele Gleichnisse gegeben über das Reich Gottes. Er sprach von dem Senfkorn. Und er sprach von der Frau mit dem Sauerteig, die etwas Sauerteig nahm und dann den ganzen Leib damit gesäuert hat. Er verglich das Reich Gottes mit einer Perle, einer kostbaren Perle. Er verglich das Reich Gottes mit einem Netz, das also Fische fing. Er verglich das Reich Gottes, wie wir das in der letzten Predigt gesehen hatten, mit einem Fürst, der Pfunde gab an seine Knechte, damit gehandelt würde. Das sind alles Vergleiche. Das Reich Gottes ist natürlich keine Perle oder kein Netz in dem Sinne. Es sind Vergleiche, um etwas deutlich machen zu wollen. Und so ist auch das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann eine Erzählung, die uns etwas deutlich machen soll. Aber nicht unbedingt ist sie jetzt in jedem Detail wörtlich zu nehmen. Und viele Dinge, die hier gesagt werden, müssen auch von anderen Stellen her dann ergänzt werden, um das gesamte Bild zu erhalten. Fangen wir nun einmal an, dieses Gleichnis zu lesen. In Lukas Kapitel 16, angefangen in Vers 19. Lukas Kapitel 16, angefangen in Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Vers 20. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür, voll von Geschwüren. Vers 21, und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel. Und dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Christus will hier einen Unterschied deutlich machen. Den Unterschied zwischen einem Reichen, der sich um nichts anderes kümmert, als darum, in Freuden und in Herrlichkeit zu leben, und einem Armen, dem es nicht gut geht und der keine Hilfe erlangen kann von anderen. Ein Gegensatz wird hier deutlich gemacht. Und nun lesen wir weiter in Vers 22. Es begab sich aber, dass der Arme starb, dieser Lazarus, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß.
Nun, was ist damit gemeint? Wenn Sie gewisse moderne Übersetzungen lesen, wie ich gestern Abend noch die Gute Nachricht gelesen habe, die schreibt Ihnen Folgendes. Die sagen, jetzt starb der Arme und wurde von den Engeln in den Himmel getragen. Wird das hier gesagt? Es heißt, er wird von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Nun zunächst einmal, was ist mit Abrahams Schoß gemeint? Die Menge Bibel übersetzt hier, er wurde getragen an Abrahams Brust. Nun, Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass der Jünger, den Jesus Christus besonders liebte, Johannes, beim Abendmahl an der Brust Jesu Christi lag. Es wird hier eine innige Beziehung zum Ausdruck gebracht. Und hier bestand eine enge, eine innige Beziehung zwischen Lazarus, dem Armen, und Abraham. Was ist diese enge, innige Beziehung? Nun, in Galater Kapitel 3 wird näher auf diese Beziehung eingegangen. Denn jeder, der ein wahrer Christ ist, muss die gleiche enge Beziehung haben, die Lazarus zu Abraham hatte. Denn Abraham wird in der Bibel als der Vater der Gläubigen bezeichnet. In Galater Kapitel 3 und Vers 7 lesen wir, Galater Kapitel 3 und Vers 7, erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Also wenn Sie und ich aus dem Glauben sind, dann sind Sie und ich Abrahams Kinder, geistlich gesehen. Und so war auch Lazarus in diesem Sinne ein Kind von Abraham. In Vers 29 in Galater 3 lesen wir, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder. Und nach der Verheißung erben. Schauen Sie, hier wird auf das Reich Gottes angespielt. Wir hatten ja bereits gesehen, dass es die Verheißung ist, das Reich Gottes zu ererben. Es war eine Verheißung an Abraham gegeben worden, Herr der Welt zu werden. Es geht hier, wie ich sagte, in diesem Gleichnis um das Reich Gottes. Und was mit denen geschehen wird, die im Reich Gottes sein werden, und die eben nicht im Reich Gottes sein werden. Nun, zurückgehend auf diese Formulierung, Schoß Abrahams. Lesen wir in Johannes Kapitel 1 eine Stelle, die diese Bezeichnung auch verwendet. Johannes Kapitel 1 und Vers 18. Johannes Kapitel 1 und Vers 18. Da heißt es über Jesus Christus und Gott den Vater, niemand hat Gott den Vater je gesehen. Der Eingeborene, der einzig so gezeugte Sohn, Jesus Christus, der Eingeborene, der Gott ist. Also auch diese Stelle sagt uns, dass Jesus Christus ebenfalls ein Gottwesen ist. Gott ist. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Der hat ihn uns verkündigt. Jesus Christus ist in des Vaters Schoß. Mit anderen Worten, er hat eine enge, vertrauliche, intime Beziehung zu Gott, dem Vater. Und wir finden diese Ausdrucksweise auch im Alten Testament. Und zwar schauen wir uns eine Stelle in 2. Samuel an, eine sehr bekannte Stelle. Auch hier geht es interessanterweise um einen Reichen und um einen Armen und um deren Verhalten. 2. Samuel, Kapitel 12, angefangen in Vers 1. Auch hier wird ein Gleichnis vorgebracht von diesem Nathan, dem Propheten. 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David. Nun, das war, nachdem David diesen schrecklichen Ehebruch begangen hatte mit Bathsheba und nachdem er den Ehemann Bathshebas hat umbringen lassen. Jetzt heißt es hier in Kapitel 12, Vers 1. Der Herr sandte Nathan zu David. Und als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Und dann geht die Geschichte natürlich dahingehend weiter, dass der Reiche dieses Lämmlein von dem Armen nimmt und es schlachtet, um es seinem Besuch vorzusetzen.
Und David ist über diese Erzählung erzürnt, bis er dann erkennt, dass er dieser Reiche ist, der die Frau seines Untergebenen von ihm genommen hatte. Aber auch hier wird diese Ausdrucksweise gebraucht, dieses Lamm, dieses Schäflein, schläft in seinem Schoß. Also auch hier wieder zeigt sich die enge Beziehung, die zum Ausdruck gebracht werden soll. Und so wird also der Lazarus, nachdem er gestorben ist, von den Engeln in Abrahams Schoß gebracht, in diese enge Beziehung. Hier wird nicht gesagt, wann dies geschieht. Es heißt lediglich in diesem Gleichnis, dass der Lazarus starb und dann irgendwann wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß gebracht. Nun, wann wird dies geschehen? Wann wird dieser Zeitpunkt erfolgen, wenn die Engel eingreifen im Hinblick auf jemanden, der gestorben ist? Nun schauen wir uns einmal in Matthäus Kapitel 24 dies näher an, denn Jesus Christus hat uns da ganz deutlich gesagt, was geschehen wird, wenn er zurückkommt. Matthäus Kapitel 24 und lesen wir angefangen in Vers 30. Matthäus Kapitel 24, angefangen in Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Vers 31. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und schauen Sie, sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Christus wird seine Engel aussenden, um die Auserwählten, die in der ersten Auferstehung sein werden, zu sammeln und zu ihm zu bringen. In Kapitel 25 lesen wir angefangen in Vers 31. Matthäus 25 und Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Und da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich. Wir hatten gerade davon gelesen, dass die Kinder Abrahams sind, die Verheißung ererben werden. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Also wir sehen auch hier, dass es die Engel sind, die Auserwählten zu Christus bringen werden. Und er wird ihnen dann die Verheißung geben, dass sie nun das Reich ererben werden. In Lukas Kapitel 9 lesen wir Vers 26. Lukas Kapitel 9, Vers 26. Und da sagt Christus, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Also hier wieder wird deutlich gemacht, dass wenn Christus zurückkommt, er von Engeln begleitet wird. Und diese Engel werden dann ausgehen, um die Auserwählten zu versammeln. Und wenn sie möchten, in Abrahams Schoß zu bringen, in diese enge Beziehung zu Abraham, der ja im Reich Gottes sein wird, der Vater der Gläubigen ist. Dies geschieht also bei der Wiederkehr Christi. Das geschieht also nicht in dem Augenblick, wo man stirbt, sondern es geschieht im Zeitpunkt der Auferstehung. Lesen wir 2. Thessaloniker, Kapitel 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 1. Angefangen in Vers 3. 2. Thessaloniker, Kapitel 1, angefangen in Vers 3. Und ich lese die Verse 3 bis 7. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Vers 5.
ein Anzeichen dafür, dass Gott recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht, bei Gott mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, denken wir an Lazarus, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht. Auch hier wiederum geht es um die Wiederkehr Christi, wenn Christus mit seinen Engeln kommen wird, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. In 1. Thessaloniker, Kapitel 4, wird mehr hierüber gesagt. 1. Thessaloniker, Kapitel 4 und Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Es geht um die Wiederkunft Christi, wenn er mit seinen Engeln kommen wird. Es geht um den Zeitpunkt der Auferstehung derjenigen, die in Christus sind. Die werden zuerst auferstehen, andere werden auch auferstehen, aber später. Wie wir noch sehen werden. Schauen wir uns 1. Korinther an, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, angefangen in Vers 50. 1. Korinther, Kapitel 15, angefangen in Vers 50. Es geht ja um die Einnahme des Reiches Gottes. Aber schauen Sie, dass eine Verwandlung stattfinden muss. Das heißt in 1. Korinther 15 und Vers 50, denn das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut, solange wie wir Fleisch und Blut sind, das Reich Gottes nicht ererben können. Wir können nicht in das Reich Gottes eingehen, solange wie wir Fleisch und Blut sind. Und er sagt, und auch die Verweslichkeit wird nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis für die meisten Menschen heute, die das nicht verstehen. Aber Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden nicht alle sterben. Der Tod wird mit einem Schlaf verglichen. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Einige werden noch leben, wenn Jesus Christus zurückkommt. Wir werden alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen. Jene, die in Christus gestorben sind, die werden auferstehen, wie es heißt, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden in Unverweslichkeit. Und dann werden wir das Reich Gottes erben können als jemand, der nicht mehr Fleisch und Blut ist. Und dann sagt er in den Versen 22 bis 24 im gleichen Kapitel, 1. Korinther 15 und Vers 22, 1. Korinther 15 und Vers 22, denn wie sie in Adam alle sterben, Adam der erste Mensch, und er starb, und so werden alle Menschen in der gleichen Weise sterben, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder, der stirbt, wird lebendig gemacht werden. Aber schauen Sie, was Paulus hier sagt. Ein jeder aber in seiner Ordnung, in seiner Reihenfolge. Er sagt, als Erstling Christus, er ist der Erste, der auferstanden ist von den Toten, ins Reich Gottes versetzt worden ist, ein Geistwesen geworden ist. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, schauen Sie, die, die in Christus gestorben sind, die werden dann ins Reich Gottes versetzt werden als Geistwesen. Danach, sagt er, das Ende. Dann wird also noch mehr geschehen. Wie wir noch sehen werden, weitere Auferstehungen werden dann erfolgen. Wenn wir dies alles jetzt im Hinblick auf das uns betrachten, was wir gelesen haben, dann sehen wir, dass Lazarus von den Engeln im Zeitpunkt seiner Auferstehung, als Jesus Christus zurückkommt, in das Reich Gottes versetzt wird und insoweit dann eine enge Beziehung hat zu Abraham, dem Vater aller Gläubigen. In Offenbarung Kapitel 20 lesen wir die Verse 4 bis 6. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 4 bis 6. Und er sagt, Johannes, er hat diese Vision, ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus, und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, und diese wurden lebendig. Also die Seelen
Mit anderen Worten, die Menschen, denn das Wort Seele bedeutet eigentlich nur der Mensch, die wurden wieder lebendig. Die waren tot, die wurden lebendig. Und sie regierten mit Christus 1000 Jahre, das sogenannte Millennium. Aber schauen Sie, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Die werden also auch wieder auferstehen, aber eben 1000 Jahre später. Und dann werden sie ihre Gelegenheit bekommen, den Weg Gottes zu akzeptieren und in das Reich Gottes versetzt zu werden. Und jetzt fährt er vor zu sagen, dies, mit anderen Worten zurückgehend jetzt auf die, die lebendig wurden zum Zeitpunkt, als Christus zurückkommt, dies ist die erste Auferstehung. Nur wenn es eine erste Auferstehung gibt, dann muss es zumindest logischerweise auch eine zweite Auferstehung geben. Und wie wir noch sehen werden, es gibt sogar drei. Er sagt, dies ist die erste Auferstehung. Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, wie wir noch sehen werden, der Tod mit ewigen Konsequenzen, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Die können nämlich nicht mehr sterben, wie wir noch sehen werden. Sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren für 1000 Jahre. Also alles das geschieht, wenn Christus zurückkommt. Nicht vorher. Wir lesen ja, dass die, die in Christus gestorben sind, im Zeitpunkt seiner Wiederkehr auferweckt werden. Die sind heute nicht lebendig. Die sind heute in ihrem Grab und schlafen und warten auf den Zeitpunkt ihrer Auferstehung, wie das auch mit Abraham der Fall ist. Abraham ist heute nicht lebendig. Abraham liegt heute tot im Grab, auf seine Auferstehung zu ewigem Leben wartend. Schauen wir uns diesen Hebräer Kapitel 11 an. Hebräer Kapitel 11, angefangen in Vers 8. Hebräer Kapitel 11, angefangen in Vers 8. Da heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und er wusste nicht, wo er hinkäme. Und durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Ihnen wurde das gelobte Land verheißen, dass sie herrschen würden auf Erden. Das war die Verheißung, aber schauen Sie, die Verheißung wurde denen damals noch nicht zuteil. Es heißt hier in Vers 10, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, wie wir bereits gesehen hatten in den letzten Predigten. Es handelt sich um das heilige Jerusalem, das noch hier auf Erden errichtet werden wird, in der Zukunft. Auf diese Stadt wartete Abraham und Isaak und Jakob. Und nun lesen wir Vers 13. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt. Im damaligen Leben noch nicht, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Und dann noch in den Versen 39 und 40 im gleichen Kapitel. Hebräer 11, Vers 39. Diese alle, auch wiederum auf Abraham, Isaak, Jakob und andere bezogen, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Schauen Sie, die Vollendung kommt im Zeitpunkt der ersten Auferstehung. Dann werden Sie und auch wir, die wir ja die Kinder Abrahams sind, das Verheißene erlangen. Aber nicht vorher. Im Zeitpunkt der Auferstehung, wenn Jesus Christus zurückkommt. Schauen Sie, während des Todes, wenn jemand gestorben ist, dann liegt diese Person im Grab, sie schläft den Schlaf des Todes, ohne Bewusstsein zu haben. Die Bibel macht das ganz deutlich. Schauen wir uns eine Stelle im Predigerbrief an, Prediger Kapitel 9. Der Prediger ist ja geschrieben worden von Salomo, von dem es ja heißt, dass er der weiseste aller Menschen war, hier auf Erden. In Prediger Kapitel 9 und Vers 5. Prediger Kapitel 9 und Vers 5. Da sagt Salomo, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Jeder Lebende weiß das. Jeder Lebende weiß, dass er einmal sterben wird. Die Toten aber wissen nichts.
Schauen Sie, die haben kein Bewusstsein. Solange wir sie tot sind, wissen sie nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Solange wir sie tot sind, haben sie natürlich auch keinen Lohn. Aber wie wir noch sehen werden, werden sie ihren Lohn erhalten. Aber dann werden sie wieder auferweckt werden zu ihrem Leben. In Psalm 146, ein Psalm von David geschrieben, lesen wir ebenfalls in Vers 4. Psalm 146 und Vers 4. Denn des Menschen Geist muss davon. Schauen Sie, jeder Mensch hat einen Geist, der ihm von Gott gegeben wurde. Der sogenannte Geist des Menschen. Und wenn der Mensch stirbt, dann nimmt Gott diesen Geist wieder an sich. Und so heißt es hier, des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Und dann sind verloren alle seine Pläne. Solange wie er im Grabe liegt, hat er keine Pläne mehr. Kann er keine Pläne mehr haben, weil er nämlich ohne Bewusstsein ist. Und nun lesen wir eine interessante Stelle im Buch Jesaja, die sich auf Abraham bezieht. Und die deutlich macht, dass wenn die Engel Lazarus in den Schoß Abrahams bringen, das zu einem Zeitpunkt geschehen muss, wenn Abraham auferweckt worden ist von den Toten. Nicht vorher. Es kann sich nicht auf den Zeitpunkt beziehen, wo Lazarus stirbt und im gleichen Zeitpunkt wird er dann in Abrahams Schoß versetzt. Nein, dieser Zeitpunkt erfolgt später. Wir lesen nämlich in Jesaja Kapitel 63, Jesaja Kapitel 63 und Vers 16. Und hier spricht Jesaja über Abraham im Zeitpunkt, als er eben diese Worte schreibt. Jesaja Kapitel 63 und Vers 16, da sagt er, bist du doch unser Vater, er spricht also Gott an, bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts. Natürlich nicht. Er liegt tot im Grabe. Er hat kein Bewusstsein. Abraham weiß von uns nichts. Und Israel, Jakob, der dann zu Israel umbenannt wird, Israel kennt uns nicht. Natürlich nicht, weil er auch eben im Grabe liegt, tot, ohne Bewusstsein. Du, Herr, sagt Jesaja, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Wir sehen also, dass Abraham in der ersten Auferstehung sein wird, zusammen mit Lazarus. Sie werden dann Geistwesen sein im Reich Gottes. Und natürlich können sich Geistwesen auch menschlichen Augen gegenüber manifestieren. Christus, als er auferweckt wurde zu einem Geistwesen, hat sich ja mehrfach seinen Jüngern gegenüber in physischer Form gezeigt. Aber er war kein physischer Mensch mehr, er war ein Geistwesen, aber er konnte sich natürlich in physischer Form manifestieren. Nun gehen wir zurück zu dem Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann in Lukas Kapitel 16 und lesen wir nun Vers 23 oder zunächst einmal den letzten Rest von Vers 22 und dann Vers 23. Lukas Kapitel 16 und Vers 22, wir hatten ja gelesen, der Lazarus, der starb und er wurde dann irgendwann von den Engeln in Abrahams Schoß getragen und dann heißt es, und der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Und jetzt geht es weiter in Vers 23. Und ich lese hier zunächst einmal von der Lutherbibel. Und als er nun in der Hölle war, da hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und andere übersetzen hier, und er sah Lazarus an seiner Seite, an der Seite Abrahams. So, und hier ist natürlich jetzt die Stelle, wo viele sagen, aha, also hier ist der Reiche jetzt in der Hölle, der wird hier gepeinigt und er sieht jetzt Abraham und Lazarus im Himmel. Nun, vom Himmel ist ja keine Rede. Wir lesen, dass der Reiche stirbt, er wird begraben und er hebt in der Hölle seine Augen auf. Die Jubiläumsbibel schreibt, als er nun in der Hölle war, da hob er seine Augen auf. Nun, was ist mit Hölle gemeint? In der Bibel gibt es drei Worte im Neuen Testament, drei Worte für Hölle. Das erste Wort ist das griechische Wort Tartarus und das kommt nur einmal in der Bibel vor. Es wird von Petrus gebraucht. Es bezieht sich auf einen Zustand der Dämonen. Es geht gar nicht darum eine örtliche Lokalität, es geht um einen Zustand, um den Zustand der perversen Erniedrigung. In diesem Zustand befinden sich heute die bösen Engel, die Dämonen, die abgefallen sind von Gott. Aber dieser Ausdruck bezieht sich nie irgendwie auf Menschen. Und dann gibt es noch zwei weitere Ausdrücke, die auch in der Bibel hier mit Hölle übersetzt werden, im Neuen Testament, von zumindest einigen Übersetzungen. Und die eine Übersetzung beruht sich oder bezieht sich auf das Wort Hades im Griechischen.
Nun, wenn Sie griechische Mythologie kennen, dann wissen Sie, Hades wird so als das Totenreich, das Schattenreich bezeichnet, wo also die Toten da weiterleben. Aber das ist nicht mit dem gemeint, wie die Bibel es gebraucht. Das Wort Hades bedeutet nichts weiter als das Grab. Es ist der Ort, in dem die Toten begraben werden. Schauen wir uns eine Stelle in der Apostelgeschichte an, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2 und in Vers 31. Und da sagt nämlich Petrus über Jesus Christus, Apostelgeschichte 2 und Vers 31, da sagt der David, der hat es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Eine Aussage auf Christus bezogen. Und der David hat schon unter Prophetie gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen. Nun, interessant ist, dass im Griechischen für das Wort Tod das Wort Hades gebraucht wird. Was hier gesagt wird, ist, Christus war nicht im Grabe. Er war im Grabe für 3 Tage und 3 Nächte, aber nicht länger. Er war nicht lange genug im Grabe, sodass sein Leib verwesen konnte, sondern er wurde aus dem Grabe auferweckt, dieser Höhle, in die er ja nun gelegt worden war. Interessant ist, wie die Lutherbibel von 1545 diese Stelle wiedergibt. Die schreibt, seine Seele wurde nicht in den Höllen gelassen oder in der Hölle. Aber hier ist die Bezeichnung im Griechischen Hades. Das Wort Hades bezieht sich ganz einfach auf das Grab. Nun, es gibt noch eine dritte Stelle, die mit Hölle übersetzt wird. Und da ist das griechische Wort, das Wort Gehenna. Und das ist das Wort, das mit Feuer in Verbindung gebracht wird. Beachten Sie, dass das Wort Hades niemals mit Feuer in Verbindung gebracht wird. Das Wort Gehenna allerdings wird mit Feuer in Verbindung gebracht. Es ist, wie wir noch sehen werden, der feurige Pfuhl oder der Feuersee, der zweite Tod, der in der Offenbarung beschrieben wird. Dieses Wort Gehenna leitet sich von dem Tal Hinnom ab, das außerhalb Jerusalems lag, zur Zeit von Jesus Christus, und in dem man die Leichname von Verbrechern verbrannte. Das Wort Tal Hinnom wird dann von Christus gebraucht als Gehenna. Es war ein Tal, in dem die Leichname von Verbrechern verbrannt wurden. Nun, wenn wir zurückkehren jetzt zu dem Gleichnis von Lazarus und dem Reichen, dann schauen wir uns die Stelle in Vers 23 noch einmal an und schauen wir uns an, was hier gesagt wird. Da heißt es, als er nun in der Hölle war, da hob er seine Augen auf. Das Wort für Hölle hier ist nicht das Wort Gehenna, das mit Feuer in Verbindung gebracht wird. Es ist das Wort Hades. Das Wort, das ganz einfach das Grab bezeichnet. Was hier gesagt ist, ist, dass der Reiche begraben wird und als er jetzt in seinem Grabe seine Augen erhebt, weil er nämlich auferweckt wird von den Toten, da sieht er nun den Abraham und den Lazarus von Ferne. Er wird auch auferweckt, aber wie wir gesehen haben, nicht im Zeitpunkt der Auferweckung des Lazarus, denn der Lazarus wird in der ersten Auferstehung sein, dieser Reiche jedoch nicht. Es gibt nämlich mehr als nur eine Auferstehung, etwas, was die meisten Menschen nicht erkennen, nicht verstehen, obwohl dies deutlich in der Bibel gelehrt wird. Zunächst einmal gehen wir zum Buch Daniel zurück. Daniel Kapitel 12 und Vers 2. Daniel Kapitel 12 und Vers 2. Und da wird uns gesagt, dass es mehr als nur eine Auferstehung gibt. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen. Also hier sind Leute, die gestorben sind. Die sind begraben worden. Die liegen unter der Erde. Die schlafen ohne Bewusstsein. Viele, die unter der Erde schlafen liegen, die werden aufwachen. Die werden ihre Augen erheben, sozusagen, wie dies der Reiche tut. Die einen zum ewigen Leben. Die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Hier werden 2 Auferstehungen beschrieben. Die eine zum ewigen Leben, die andere zu ewiger Schmach und Schande. Paulus wusste auch um die Auferstehungen, die verschiedenen Auferstehungen. Und so sagt er uns dies auch in Apostelgeschichte 24 und in Vers 14. Apostelgeschichte 24 und Vers 14.
Er gibt diese Rede vor dem Statthalter Felix, als er sich verteidigt. Und er sagt hier in Apostelgeschichte 24 und in Vers 14, angefangen in Vers 14, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Achten Sie darauf. Paulus sagt, er glaubt alles dem, was im Gesetz, im Alten Testament und in den Propheten im Alten Testament geschrieben steht. Und er sagt auch, dass damals bereits schon die wahren Christen eine Sekte genannt wurden. Und dann sagt er in Vers 15, ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Nun, die Auferstehung der Gerechten, die haben wir bereits behandelt. Es ist die erste Auferstehung, wenn Jesus Christus zurückkommt. Aber was ist mit der Auferstehung der Ungerechten gemeint? Was ist mit der Auferstehung gemeint, in der sich dieser Reiche befinden wird, wenn er seine Augen erhebt? In Johannes Kapitel 5 geht Christus auf die Auferstehungen ein. Und denken Sie daran, Paulus sagte ja, es wird eine Ordnung der Auferstehungen geben. Zuerst Christus, dann die, die kommen, die sein werden, wenn Christus zurückkommt, und dann das Ende. Johannes Kapitel 5, angefangen in Vers 28. Johannes Kapitel 5 und Vers 28, hier sind die Worte Jesu Christi. Er sagt, wundert euch darüber nicht. Nun, er sagt dies, weil sich viele eben darüber wundern. Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Denken wir daran, dass Paulus sagte, alle sterben in Adam, alle werden in Christus auferweckt werden. Alle, die in den Gräbern sind, werden meine Stimme hören, sagt er, und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Damit kann eine Gerichtssprechung gemeint sein, die sogenannte zweite Auferstehung, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, oder aber auch die Auferstehung zur Verdammnis, die sogenannte dritte Auferstehung, auf die wir auch noch eingehen werden. Schauen Sie, der Reiche wird noch nicht einmal in der zweiten Auferstehung sein. Wir hatten ja bereits über die zweite Auferstehung gesprochen. Es geht hier um Menschen, die in diesem Leben noch nicht die Gelegenheit erhalten hatten, Jesus Christus anzuerkennen, den Weg Gottes zu gehen, die das nicht so richtig verstanden hatten, die Notwendigkeit nicht verstanden hatten, es zu tun. Es geht um die vielen Milliarden von Menschen, die noch nie etwas von Christus gehört haben. Alle die werden in der sogenannten zweiten Auferstehung sein, wenn ihnen dann die Gelegenheit gegeben wird, die Wahrheit zu erkennen und zu akzeptieren und anzunehmen. Das wird deutlich in der Offenbarung beschrieben, in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20. Wir lasen ja von der ersten Auferstehung. Und dann heißt es in Offenbarung Kapitel 20, angefangen in Vers 11, was danach kommen wird, das Ende, von dem Paulus sprach. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und der, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. 1000 Jahre nach der Herrschaft der Heiligen auf Erden. Sie stehen vor dem Thron. Wenn sie also stehen, sind sie auferstanden. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Aber schauen Sie, nun ist das Buch des Lebens aufgetan, in das ihre Namen hineingeschrieben werden können. Und wenn man im Buch des Lebens verzeichnet ist, dann bedeutet dies, dass man ewiges Leben erlangt hat oder erlangen wird. Und so finden wir hier also die Beschreibung der zweiten Auferstehung, die Auferstehung der Massen der Menschen, die in diesem heutigen Leben noch nicht von Gott berufen worden sind. Denn Gott beruft heute ja nur sehr wenige zu seiner Wahrheit. Und er nennt die, die er berufen hat, die Erstlinge. Wenn es Erstlinge gibt, dann muss es natürlich auch andere geben. Und die werden in der zweiten Auferstehung sein. Aber dann gibt es eben noch die dritte Kategorie. Die Kategorie von Menschen, die die Wahrheit total, voll und ganz erkannt haben. Die den Heiligen Geist in den meisten Fällen erhalten haben. Die sich dann aber gegen Gott auflehnen in Rebellion, in Hass, in Arglist. Und die sich von Gott abwenden. Und die nichts mehr wissen wollen von dem Weg Gottes. Für die meisten Menschen heute trifft dies nicht zu. Aber einige gibt es schon und hat es immer gegeben, die genau wussten, was sie taten, absolut davon überzeugt waren, dass sie die Wahrheit erkannt hatten, aber dann die Wahrheit ablehnen, total ablehnen, Arglist und Hass
in ihrem Herzen haben gegenüber Gott. Das ist die Kategorie, zu der dieser Reiche gehört. Nun, in dem Gleichnis wird es nicht alles erwähnt. Man muss andere Stellen hinzufügen, um zu erkennen, in welcher Kategorie dieser Reiche sein wird. Er wird in der Kategorie von jemandem sein, der besser wusste, was er tat, aber bewusst abgelehnt hat, den Weg Gottes zu gehen. Das ist die sogenannte dritte Auferstehung, die auch erwähnt wird. In Offenbarung Kapitel 20 und jetzt angefangen in Vers 13. Nachdem also die zweite Auferstehung erfolgt, das heißt es nun, und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich, auch hier wiederum das Wort Hades für Reich, der Tod und sein Reich, also das Grab, gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Aber die werden jetzt gerichtet in sehr negativer Weise, weil die eben sich bewusst aufgelehnt haben gegen Gottes Wort. Und dann heißt es in Vers 14, und der Tod und sein Reich, das Grab, wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, in den Feuersee. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Der hatte eben das ewige Leben nicht erlangt. Wir sehen also hier, dass der Tod und das Grab geworfen werden in den feurigen Pfuhl, den zweiten Tod, von dem es keine Auferstehung mehr geben wird. Jetzt zurückkehren zu Lukas Kapitel 16. Lukas Kapitel 16 und in Vers 23. Jetzt ist also hier der Reiche, der im Grabe seine Augen erhebt. Und es heißt hier, er hob seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus an seinem Schoß oder an seiner Seite. Was ist jetzt mit Qual gemeint? Geht es hier um eine unabänderliche, nicht enden wollende Tortur, Marterung, die dieser Reich jetzt erlebt in der Hölle? Aber wie gesagt, das Wort Hölle hier hat mit Feuer zunächst einmal gar nichts zu tun. Keineswegs. Seine Qual ist psychisch. Er weiß, was ihm geschehen wird. Er erkennt, weil er ja die sogenannte unvergebbare Sünde begangen hat, was er weiß, dass er in den feurigen Pfuhl geworfen wird, dass er sterben wird. Und so lesen wir in Vers 24 in Lukas Kapitel 16. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Schauen Sie, er will, dass seine Zunge gekühlt wird. Sie klebt ihm am Gaumen. Er erkennt, was ihm bevorsteht. Er hat das vorher auch schon gewusst, aber jetzt wird es sehr plastisch und real für ihn. Nun wäre er in einer Hölle, wie das die Menschen heute so sich vorstellen, dann hätte er mit Sicherheit nicht um etwas Wasser gebeten, damit seine Zunge gekühlt würde. Er hätte um eine ganze Menge von Wasser gebeten, damit die Flammen ausgelöscht würden. Es war nicht eine physische Qual, die er in diesem Augenblick erduldete, eine physische Pein, es war die psychologische Qual und Pein, die er erkannte, die er hatte, weil er eben es ihm bewusst wurde, was ihm nun widerfahren würde. Im Griechischen steht für das Wort Pein das Wort odunomai. Es kann sich auf körperliche Schmerzen beziehen, aber eben auch auf seelische Schmerzen, auf Kummer und auf Sorgen. Schauen Sie, er gehört zu der Kategorie, von der Christus sprach, dass bei ihnen Heulen und Zähneknirschen oder Zähneklappern sein wird. In Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13, angefangen in Vers 25. Lukas Kapitel 13 und in Vers 25. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, die Tür, die Einlass gewähren würde ins Reich Gottes, und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Ihr, die ihr das Gesetz übertretet, wie andere Übersetzungen es haben. Ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein,
wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen, wie der Reiche Abraham sehen wird im Reich Gottes, sich aber hinausgestoßen. Jetzt hat er Pein, jetzt hat er Qual, jetzt hat er Heulen und Zähneklappern, weil er jetzt erkennt, dass er nicht in das Reich Gottes gelangen wird, dass er in den feurigen Pfuhl geworfen werden wird. In Matthäus Kapitel 13 finden wir eine weitere Stelle, die sich mit dieser Situation befasst. Matthäus Kapitel 13 und Vers 40. Matthäus Kapitel 13 und Vers 40. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt sein. Schauen Sie, wir hatten ja von dem Ende bereits gehört, als Paulus gesagt hat, am Ende kommt dann eben halt das Ende. Hier wird das Ende beschrieben. Der Menschensohn wird seine Engel senden, hier wird wiederum von den Engeln gesprochen, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun, wie dieser Reiche, und werden sie in den Feuerofen werfen. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Also Christus deutet darauf hin, dass nicht alle dies verstehen werden. Aber wer geistige Ohren hat, dies zu verstehen, der soll zuhören, der soll begreifen, worum es hier bei diesem Gleichnis von Lazarus und dem Reichen geht. Der wird Abraham von Ferne sehen, im Reich Gottes, sich selbst hinausgestoßen. Und dann wird dort sein Heulen und Zähneklappern, wie Christus es sagt. Kehren wir zu Lukas Kapitel 16 zurück. Lukas Kapitel 16 und lesen wir jetzt Vers 25. Denn Christus ist ja noch nicht am Ende mit seinem Gleichnis. Lukas Kapitel 16 und Vers 25, da sagt er, nachdem er ihn also jetzt bittet, ihm Wasser zu geben, um seine Zunge zu kühlen, Abraham aber sprach in Vers 25, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Aber auch hier wiederum das Wort bezieht sich auf psychologische Pein, auf Kummer, auf Sorgen. Auch hier wird ein Prinzip zum Ausdruck gebracht. Wie gesagt, es ist dies ein Gleichnis. Es wird nicht alles gesagt, was zu sagen ist. Es gibt viele Stellen, die da etwas Licht hineinbringen müssen. Aber hier wird jemand beschrieben, der den Weg Gottes gegangen ist und als Konsequenz gepeinigt wurde. Sehr viel Kummer und Elend und Leid hat erdulden müssen. Und dann wird jemand beschrieben, der den Weg Gottes verleugnet hat und in diesem Leben aber sehr viel Reichtum und Ehre und Macht und was auch immer erhalten hat. Das ist das Prinzip, um das es hier geht. Schauen wir uns zunächst einmal an, was Abraham meint, wenn er sagt, der Reiche hat sein Gutes empfangen in diesem Leben. Zunächst wiederum im Buch Lukas, Kapitel 6. Lukas, Kapitel 6 und Vers 24. Lukas, Kapitel 6 und Vers 24. Und das ist wiederum, was Christus sagt. Aber dagegen hat zunächst einmal die selig gepriesen, die den Weg Gottes gehen. Aber jetzt sagt er hier, aber dagegen in Vers 24, wehe euch Reichen. Denn ihr habt euren Trost schon gehabt in diesem Leben, aber nicht im zukünftigen. Und dann sagt er in Kapitel 18, Lukas Kapitel 18, angefangen in Vers 22. Lukas Kapitel 18, angefangen in Vers 22. Hier kommt jemand zu ihm, der sehr reich ist und er will ihm nachfolgen. Aber Christus erkannte, dass der Reichtum sein Götze geworden war. Und in diesem Falle, lediglich in diesem Falle, sagt er zu dem Reichen, in Vers 22, eines fehlt dir, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Nun, das bedeutet nicht, dass jeder, der etwas Geld hat, das alles jetzt verschleudern muss, den Armen geben muss. Es geht hier in diesem spezifischen Falle um jemanden, der mit seinem Reichtum nicht umgehen konnte. Dieser Reichtum hielt ihn ab, den Weg Gottes zu gehen, wie dies hier deutlich wird. Denn in Vers 23 heißt es, als er das hörte, da wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, da sprach er, wie schwer
kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme, weil eben in den meisten Fällen der Reichtum, die Macht, der Glanz, die Ehre in diesem Leben jemanden davon abhält, Gottes Weg gehen zu wollen. Und da sprachen die, das hörten, ja, wer kann dann selig werden, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Christus sagt in Vers 27, was den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Natürlich kann ein Reicher gerettet werden. Es heißt, Abraham war sehr reich, aber Abraham hatte niemals einen Götzen aus seinem Reichtum gemacht. Dieser Reiche hier in seinem Gleichnis jedoch hatte dies getan, er hatte den Reichtum vor Gott gesetzt. Und so lesen wir im Jakobusbrief die Warnung an die Reichen dieser Welt. Die meisten, die nichts von Gottes Wort wissen wollen. Jakobus Kapitel 5. Und die dann aber auch so leben, was eben der Wahrheit Gottes widerspricht. Jakobus Kapitel 5, angefangen in Vers 1. Und nun ihr Reichen, sagt Jakobus, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Und in dieser ungewissen Zeit heute, da kann jemand, der sehr reich ist, im nächsten Moment total in den Bankrott gehen, wie wir das alle so deutlich erkennen. Er sagt in Vers 3, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Es geht hier um die letzten Tage, von denen Jakobus spricht. Siehe, es wird hier erklärt, wie sie sich ihre Schätze gesammelt haben. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt. Also vielfach auch durch Betrug, durch schlimme Wege haben sie ihren Reichtum erworben. Der schreit, dieser Lohn, der vorenthalten wurde. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Sehen wir in dem Gleichnis von Lazarus und dem Reichen, in welche Kategorie dieser Reiche fällt, wenn man alle diese Stellen zusammennimmt. Deshalb wird er in der Auferstehung sein, die zum ewigen Tod führen wird. Wir lesen auch im 1. Timotheusbrief. Im 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 17 bis 19. Und jetzt sagt Paulus hier zu Timotheus, den Reichen in dieser Welt gebiete, aber das waren jetzt Reiche, die in der Kirche waren. Denen konnte man etwas gebieten. Diejenigen, die nicht in der Kirche waren, die würden sich ja nicht sagen lassen. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien. Auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der alles uns reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun. Reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Schauen Sie, das ist, was bei Gott möglich wäre. Ein Reicher, der sich so verhält, der kann natürlich das Reich Gottes ererben. Der Reiche in dem Gleichnis von Lazarus und dem Reichen, der hatte sich nicht so verhalten. Und deswegen wird er eben auch nicht im Reich Gottes sein. Nun, was hat Abraham gemeint, als er jetzt sagte, der Lazarus, der hat Böses erfahren in seinem Leben und der wird jetzt natürlich im Reich Gottes getröstet werden. Ne? Schauen wir uns wiederum in Lukas Kapitel 6 an oder gehen wir zu Hebräer. Hebräer Kapitel 11, Hebräer Kapitel 11, angefangen in Vers 24. Schauen wir uns Mose an. Mose hatte alles in Ägypten. Der war als der Sohn der Tochter des Pharao anerkannt. Und der hatte allen Reichtum dieser Welt. Aber was hat Mose getan? Hebräer 11 und Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Er sah auf den Lohn.
Er sah auch die Verheißung auf das Versprechen, was kommen würde. Und natürlich waren die Reichtümer Ägyptens ja auch mit sehr viel sündhaftem Leben in Zusammenhang zu bringen. In Vers 35 im gleichen Kapitel, Hebräer 11 und Vers 35. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Aber das war jetzt eine Auferstehung zu physischem Leben damals. Die wurden auferweckt zu physischem Leben. Aber andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Die Auferstehung zum ewigen Leben. Die haben sich nicht dazu bereit erklärt, Gott zu verleugnen, sondern die haben sich sogar martern lassen, um die Auferstehung, die besser ist, erlangen zu können. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlungen erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, die sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Verstehen wir, was Abraham sagt, als er sich auf Lazarus bezieht und sagt, er hat in diesem Leben Böses erlangt? Das gilt für alle Christen, alle wahren Christen, die durch Verfolgungen gehen müssen, von Zeit zu Zeit, weil sie eben das Wort Gottes höher achten, als Anerkennung zu finden in dieser Welt. Und so lesen wir in Kapitel 10 in Hebräer. Hebräer 10, Vers 32. Hebräer 10 und Vers 32, da sagt Paulus, gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, also nachdem ihr die Wahrheit erkannt hattet, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Die Erbschaft des Reiches Gottes, den Eingang ins Reich Gottes, diese bessere, bleibende Habe. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die richtigen Entscheidungen in seinem Leben. In Matthäus Kapitel 5 sagt uns dies Christus sehr deutlich. Matthäus Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Matthäus Kapitel 5 und Vers 11. Selig seid ihr, glücklich zu preisen, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Nun, das hört sich irgendwie sehr komisch an. Wieso ist man glücklich zu preisen, wenn jemand einen verfolgt? Nun, Christus erklärt warum. Er sagt in Vers 12, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Aha, sagen einige. Da heißt es ja, wir werden im Himmel belohnt werden. Mit anderen Worten, wir müssen also in den Himmel gehen, um dort die Belohnung zu erlangen. Das ist nicht damit gemeint. Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Zunächst einmal in Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 21. Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 21. Da sagt Christus, wenn ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Also das ist die Belohnung, die Schätze, die wir uns sammeln sollen im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Aber was ist jetzt mit der Belohnung? Gehen wir in den Himmel ein, um dort die Belohnung zu empfangen, die für uns zurzeit jetzt aufbewahrt wird? Keineswegs. Schauen wir uns an, was Christus selbst sagt in Offenbarung Kapitel 22. Offenbarung Kapitel 22. Wann werden wir die Belohnung erlangen und wie? Offenbarung Kapitel 22 und die Verse 11 und 12. Und auch hier wiederum kann man dies anwenden auf das Gleichnis von Lazarus und dem Reichen. Und er sagt, wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Wer aber gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit.
Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Schauen Sie, wenn Christus zurückkommt, er sagt ja, ich komme bald, dann wird er seinen Lohn mit sich bringen, uns zu geben. Der Lohn wird zurzeit im Himmel aufbewahrt, sozusagen, aufgrund dessen, wie wir heute leben. Die Schätze, die wir jetzt im Himmel sammeln, die werden dort zunächst einmal aufbewahrt. Das ist natürlich symbolische Redeweise. Und Christus kommt dann zurück und er wird uns dann die Belohnung geben. Die Herrschaft im Reich Gottes, von der wir ja bereits gehört haben. Nun schauen wir uns weiter in Lukas Kapitel 16 und Vers 26 an, was noch gesagt wird in diesem Gleichnis. Abraham fährt fort, dem Reichen zu sagen, überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Was ist diese große Kluft? Die besteht zwischen Lazarus und Abraham auf der einen Seite und dem Reichen auf der anderen. Nun, es ist die Kluft der Unsterblichkeit. Schauen Sie, wenn wir im Reich Gottes sind, dann sind wir unsterblich. Dann können wir nicht mehr sterben. Der Reiche wird niemals ins Reich Gottes gelangen. Er war nach wie vor sterblich. Er wird niemals die Unsterblichkeit erlangen können und von daher wird er auch niemals im Reich Gottes sein können. Wir sehen, die Kluft ist die Trennung zwischen Sterblichkeit und Unsterblichkeit. In Lukas Kapitel 20 lesen wir die Verse 35 bis 38. Lukas Kapitel 20 und die Verse 35 bis 38. Welche aber gewürdigt werden, sagt Christus, jene Welt zu erlangen. Und die Auferstehung von den Toten, er spricht hier jetzt von der Auferstehung zu Geistwesen, der ersten Auferstehung. Die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, das ist physisch, denn sie können hinfort auch nicht mehr sterben. Sie können hinfort auch nicht mehr sterben, sagt er, denn sie sind den Engeln gleich in diesem Sinne, weil ja auch Engel unsterbliche Wesen sind, und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Also wer in der ersten Auferstehung sein wird, der kann nicht mehr sterben und der ist ein Kind Gottes. Nun, was ist damit gemeint? In Römer Kapitel 8, nicht jeder, der heute von sich vorgibt, ein Kind Gottes zu sein, ist auch ein Kind Gottes. Es gibt sogar Kirchen, die sich Kinder Gottes nennen. Schauen wir uns einmal an, wie die Bibel das definiert. Römer Kapitel 8 und Vers 14. Römer Kapitel 8 und Vers 14, das heißt, in welche der Geist Gottes treibt oder leitet, motiviert, die sind Gottes Kinder. Man muss sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und er sagt hier weiter dann in Vers 15, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen, nicht kindischen, kindlichen Geist, den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dem Geist im Menschen, den jeder Mensch hat, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir also Gottes Geist in uns wohnen haben, dann sind wir Gottes Kinder, solange wie Gottes Geist in uns lebt und uns motiviert und leitet. Sind wir aber Kinder, schauen Sie, was Paulus hier sagt, sind wir aber Gottes Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, wie Lazarus gelitten hat, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Und er war jetzt zur Herrlichkeit erhoben, als er jetzt mit Abraham zusammen im Reich Gottes war. Schauen wir uns erneut Offenbarung Kapitel 20 an, um dies noch einmal deutlich zu machen. Diese Kluft, die besteht zwischen Abraham und Lazarus auf der einen Seite und dem Reichen auf der anderen. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 6, da hatten wir gelesen, selig ist und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Und nun schauen wir uns Vers 15 an. Und wenn jemand nicht gefunden wird, geschrieben im Buch des Lebens, er wird geworfen in den feurigen Pfuhl, der eben der zweite Tod ist. Hier ist die Kluft. Die Kluft, die nicht überwunden werden kann, zu dem Zeitpunkt, wenn die dritte Auferstehung erfolgt. Heute schon, natürlich. Jeder, der
heute sich von Gott berufen lässt, kann natürlich zur Auferstehung des ewigen Lebens gelangen. Aber jemand, der die unvergebbare Sünde begeht, der kann natürlich nicht mehr gerettet werden. Denn leider ist es so, dass einige wissentlich, vorsätzlich, mit Arglist, mit Hass, mit gemeinem Sinn im Herzen eine solche Sünde begehen wollen. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 10 einmal an. Aber auch da ist Hoffnung in dem Sinne, dass es keine Hölle gibt, in der jemand dann für alle Ewigkeit gequält wird. Das würde mit der Barmherzigkeit Gottes in keinem Zusammenhang stehen, in keinem Einklang. In Hebräer 10 wird uns gesagt, was geschehen wird mit denen wie diesem Reichen, der die unvergebbare Sünde begangen hat. Hebräer 10 und Vers 26. Hebräer Kapitel 10. Und lesen wir Vers 26. Ich merke, wie die Zeit davon eilt, aber ich habe doch noch einiges zu sagen, auch wenn das heute ein bisschen länger dauert. Hebräer Kapitel 10 und Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher, schauen Sie, verzehren wird. Es geht nicht darum, für alle Ewigkeit in der Hölle gefoltert zu werden. Nein, sie werden verbrannt werden, verzehrt werden. In Matthäus Kapitel 13 lesen wir das Gleiche. Matthäus Kapitel 13 und in Vers 30. Matthäus Kapitel 13 und Vers 30. Lasst beides, das Unkraut und den Weizen, es geht hier um dieses Gleichnis, miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, den Engeln, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber die Weizen oder den Weizen sammelt mir in meine Scheune, in das Reich Gottes. Ein Gleichnis, aber wiederum, das zeigt, dass diejenigen, die sich auflehnen, unwiderruflich auflehnen, die nicht bereuen wollen, verbrannt werden. In Malachi, eine Stelle, die Sie sich nachher anschauen können, im dritten Kapitel, wird auch davon gesprochen, dass diejenigen, die die unvergebbare Sünde begehen, die werden verbrannt werden und die werden Asche sein unter den Füßen der Gerechten. Wie es heißt, Sie lesen dies in Malachi Kapitel 3, Vers 19 und Vers 21 und die Jubiläumsbibel sagt in der Tat auch Asche. Und es gibt viele Stellen, die das zeigen. Psalm 37, Vers 20 spricht davon, dass diejenigen, die die unvergebbare Sünde begehen, die werden zu Rauch werden, wie der Rauch verweht. Sie werden verbrannt werden. Obadja, die Verse 15 und 16, sagt uns, dass es so sein wird, als hätte es sie nie gegeben. Mit diesem Hintergrund schauen wir uns nun Lukas Kapitel 16 an, die Verse 27 bis 28. Nachdem also diese große Kluft hier beschrieben wird, da spricht jetzt der Reiche, so bitte ich dich, Vater, in Vers 27, Vater Abraham, dass du ihn sendest, diesen Lazarus, in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Schauen Sie, er befindet sich hier in der dritten Auferstehung. Und das zeigt wiederum, dass er kein Bewusstsein hatte, dass er keine Ahnung hatte, wie viel Zeit zwischenzeitlich verstrichen war. Denn als er jetzt in dieser dritten Auferstehung war, da war ja das Schicksal aller besiegelt. Es ist bei ihm so, er ist eingeschlafen und ist im nächsten Moment seines Bewusstseins wieder auferweckt worden. Und er meint, seine Brüder, die hätten noch eine Möglichkeit. Aber entweder haben die sich bereits für das Reich Gottes entschieden und sind jetzt im Reich Gottes, oder die werden auch in der dritten Auferstehung sein. Es war also keine Möglichkeit mehr vorhanden, deren Schicksal zu ändern. Vers 29, Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten. Die sollen sie hören. Eine interessante Aussage. Er geht nicht auf den Einwand ein, aber er sagt etwas sehr Grundsätzliches hier. Sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Das ist interessant. Nämlich, er geht gar nicht auf das Neue Testament ein. Er geht hier auf das Alte Testament ein und er sagt, im Alten Testament können sie bereits die Wahrheit darüber erkennen, was mit ihnen geschehen wird. Ob sie einen Lohn erhalten werden im Reich Gottes oder ob sie in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Wir lesen im Neuen Testament vielfach, dass auf das Alte Testament verwiesen wird. Wenn Christus gekommen war, alles das abzuschaffen, was im Alten Testament steht, dann wären diese Stellen, die wir jetzt lesen wollen, wenig sinnvoll. In 2. Timotheus, Kapitel 3.
2. Timotheus Kapitel 3, angefangen in Vers 14. Da sagt der Paulus dem Timotheus, Paulus der Apostel, dem Timotheus, einem Evangelisten: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Aber schauen Sie, zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Neues Testament, als Paulus dies schrieb. Er bezieht sich auf das Alte Testament und nennt es die Heilige Schrift. Dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus, der also auch schon im Alten Testament offensichtlich eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Nur, dass die Juden heute davon keine Ahnung haben, es nicht verstehen, es nicht erkennen. Denn alle Schrift, sagt Paulus, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Schauen Sie, alle Schrift dient dazu. Und Paulus spricht hier von der Schrift des Alten Testaments. Und eine weitere Stelle, die Sie sich nachher anschauen können, ist 2. Petrus Kapitel 1 und die Verse 19 bis 21. Denn auch da sagt Petrus, dass die Propheten im Alten Testament unter Eingebung Gottes gesprochen haben und Dinge gesagt haben, die wichtig sind für unser Heil. Aber jetzt zurück zu dem Ausdruck von Abraham, der sagte, sie sollen auf Mose und die Propheten hören. Nun in Lukas Kapitel 24. Lukas Kapitel 24 finden wir angefangen in Vers 25 etwas, was Christus hier sagt. Und er sagt dies nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern. Er spricht zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also im Alten Testament, von Mose, von den Propheten ausgehend, findet sich viel über Jesus Christus. Alles das, was Christus erlebt hatte als Mensch und alles das, was er noch tun wird und zurzeit tut, findet sich bereits im Alten Testament niedergeschrieben. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 5 eine sehr wichtige Aussage. Johannes Kapitel 5 und in Vers 45. Johannes Kapitel 5 und Vers 45. Er sagt zu den Juden seiner damaligen Zeit: Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, so werdet ihr meinen Worten auch nicht glauben. Oder wer die Frage stellt hier, wie werdet ihr dann meinen Worten glauben? Und so sagt Abraham dem Reichen, ja, die sollen auf Mose und die Propheten hören. Denn wenn sie auf Mose nicht achten, dann werden sie auch nicht auf das achten, was sonst noch kommen mag. Schauen Sie, die Umkehrung ist auch richtig. Wie kann man Jesus glauben, wenn man Mose nicht glaubt? Wie kann man an den wahren Jesus Christus glauben, wenn man das ablehnt, was im Alten Testament geschrieben steht? In Johannes Kapitel 7 und Vers 19 findet sich noch eine weitere interessante Aussage von Jesus. Johannes Kapitel 7 und Vers 19: Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben? Und niemand unter euch tut das Gesetz. Hatten wir nicht alle gemeint, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, sehr darum bestrebt waren, das Gesetz zu halten? Christus sagt, niemand unter euch tut das Gesetz. Keiner hielt es, so wie es befohlen war im Alten Testament. Sie glaubten Mose nicht, in dem Sinne. Und natürlich dann auch Christus nicht. Und heute ist es leider immer noch so. Kehren wir jetzt zurück zu Lukas Kapitel 16 und lesen wir den Abschluss des Gleichnisses. Lukas Kapitel 16 und Vers 30. Nachdem der Abraham gesagt hatte, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören, da lesen wir in Vers 30, er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun, so würden sie bereuen.
Und er aber sprach zu ihm, Vers 31, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Schauen Sie, es geht um die Auferstehung von den Toten. Das gesamte Gleichnis hat zu tun mit der Auferstehung von den Toten, der Auferstehung der Gerechten hineingehend ins Reich Gottes und der Auferstehung des Ungerechten, des Reichen, der dann geworfen wird in den feurigen Pfuhl, um dort verbrannt zu werden, nicht um ewig dort zu leiden, um dort verbrannt zu werden, um seine Existenz unwiderruflich auszulöschen. Nichts von einer Hölle in dem Sinne, wie sich das die meisten Menschen heute vorstellen, nichts von einem Fegefeuer oder einem Limbo. Es geht darum, wie man ins Reich Gottes gelangen kann. Diese Warnungen, die hier auch in diesem Gleichnis ausgesprochen werden, sollten uns allen zu denken geben. Wo sind unsere Prioritäten? Wonach sehnen wir uns in diesem Leben? Nach dem Reichtum, der Macht, der Ehre in diesem Leben, der Anerkennung von anderen, die so leben wollen, wie man nicht leben soll? Oder richten wir uns nach dem, was uns Gott sagt in seinem Wort? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und all diese Dinge, die wir wirklich brauchen in diesem Leben, die werden uns hinzugefügt werden, wenn unsere Prioritäten die richtigen sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.